Unzufrieden, enttäuscht, vielleicht auch ratlos. Allen war klar, dass es ernst und unangenehm werden würde. Aber sie wollten dieses Auswärtstor und das ist nicht gelungen. Erschreckend die erste Hälfte. So fahrig, so nervös hat man die Bayern selten gesehen. Wir haben, glaube ich, als Mannschaft jetzt nicht das Spiel gefunden, so wie wir es uns vorgestellt haben in der ersten Halbzeit. Und man hatte dann ein besseres Gefühl und man hat auch, glaube ich, gut gesehen, dass es in der zweiten Halbzeit viel besser funktioniert. Das Einzige, was man uns vielleicht vorwerfen kann, ist, dass wir in den ersten 10 Minuten, obwohl wir gewusst haben, was auf uns zukommt, ja, nicht ganz so gut ausgesehen haben. Natürlich, das Tor macht er auch exzellent. Wir hatten sicher die Möglichkeiten, um hier ein Auswärtstor zu schießen und wir hätten nicht gedacht, dass wir uns so viele Torchancen erarbeiten können und deswegen ist bitter, dass wir dann mit einer Niederlage nach Hause fahren. Ein bitterer Abend auch für Pep Guardiola. Zum dritten Mal im Halbfinale und zum dritten Mal ist er auswärts der, der er nicht sein möchte, ein Verlierer. Das Ergebnis ist nicht gut, weil kein Torschießen, Auswahlspiel. In das erste Spiel ist immer unangenehm, ein bisschen kompliziert für das zweite Spiel. Aber die Leistung war gut, sehr, sehr gut für unseren Charakter. Die Gefahr ist da, ist schon klar, aber wir glauben an uns. Wir wollen alles investieren und wollen in München auf jeden Fall Atletico schlagen, um so auch weiterzukommen ins Finale. Ja.